Heute Morgen gibt es nicht eine normale Predigt, sondern wir wollen eine Stunde Bibelkunde machen. Wir wollen durch das Buch Esther gehen. Nicht in Form einer Predigt, sondern in Form einer Übersicht über das ganze Buch. Ich habe eigentlich diesen Vortrag gehalten, vor, ich glaube, ungefähr 2 Wochen, vielleicht waren es auch 3 Wochen, bei einem Bibelseminar in Köln. Das waren insgesamt 3 Vorträge, eines davon war über das Buch Esther und ich dachte mir, das wäre doch eigentlich schön, wenn die Gemeinde, meine Gemeinde, das auch hören kann. Ich schlage also gerne auf zum Buch Esther. Und eigentlich bei dem Vortrag beim Bibelseminar in Köln hatte ich eine schöne PowerPoint-Präsentation. Ich hatte überlegt, ob ich das heute auch mache. Und dann wurde ich von einigen Brüdern darauf hingewiesen, dass wir die EAB Frankfurt sind und sowas nicht machen. Und dann wollte ich natürlich nicht mit unseren Traditionen brechen. Also. Aber wer die PowerPoint-Präsentation gerne haben möchte, da ist ja noch eine schöne Karte, Landkarte und so, der kann mir gerne Bescheid sagen. Also wir betrachten heute das Buch Esther. Worum geht es im Buch Esther? Ich zitiere mal etwas, was ich gefunden habe in einer Studienbibel. Das Buch Esther erzählt, wie ein jüdisches Mädchen zur Königin von Persien wurde und ihr Volk vor einer Verschwörung rettete, die auf seine totale Vernichtung abzielte. Dabei hilft ihr Mordokai, ihr Vetter und Vormund. Das ist an sich eine richtige Zusammenfassung, aber wir wollen, wenn wir jetzt uns das Buch anschauen, überlegen, ob das wirklich die Zusammenfassung ist, die wir geben sollten, oder ob man nicht eine bessere Zusammenfassung noch findet. Und ein Punkt gleich vorweg, wir werden uns in diesem Buch auch mit der Frage beschäftigen, wo ist eigentlich Gott in diesem Buch? Wo ist Christus in diesem Buch? Denn das ist das einzige Buch der Schrift, in der Gott nicht genannt wird. Er kommt nicht vor, zumindest nicht namentlich erwähnt. Und wir wollen schauen, ob das wirklich auch am Ende unser Urteil bleibt, dass Gott in diesem Buch nicht sei. Lass uns beginnen, indem ich uns etwas erzähle zur Kanonizität, zum Autor und zur Abfassungszeit. Kanonizität bedeutet, ist dieses Buch Teil des Kanons der Schrift? Ist es eine heilige Schrift? Gehört dieses Buch überhaupt in die Bibel? Und das war lange umstritten. Nicht nur unter den Christen, sondern vor allem unter den Juden. Und einer der Hauptgründe waren inhaltliche Bedenken, eben weil Gott in diesem Buch nicht genannt wird. Deswegen empfand man dieses Buch, oder viele empfanden dieses Buch, als theologisch mangelhaft. Tatsächlich wurde das Buch erst dann den Schriften hinzugefügt, nachdem dort einige Veränderungen vorgenommen haben und Theologie da reingeschrieben wurde. Ist heute nicht mehr drin, ja. Aber erst dann waren wohl viele zufrieden und dachten, ja, jetzt könnte man das Buch aufnehmen. Also, die Kanonizität war lange Zeit umstritten. Und wir wollen, wie gesagt, heute schauen, ob das berechtigt war. Ist denn Gott wirklich nicht in diesem Buch? Wer ist der Autor des Buches? Na, der eigentliche Autor ist Gott. Aber welcher Mensch hat es geschrieben? Nun, das Buch sagt es nicht ausdrücklich. Das ist bei vielen Büchern im Alten Testament so, dass sie einen anonymen Verfasser haben. Wir können aber davon ausgehen, dass es ein persischer Jude war, also ein Jude, der im Persischen Reich lebte. Denn der Autor hat genaue Kenntnisse von der persischen Geschichte und den persischen Bräuchen. Und ich vermute, dass der Autor Mordokai selbst ist, der auch in diesem Buch eine entscheidende Rolle spielt. Das ergibt sich aus Kapitel 9, Vers 20, wo steht, dass Mordokai diese Dinge aufschrieb. Also vermutlich hat Mordokai dieses Buch selbst geschrieben. Wann wurde das Buch geschrieben? Die Abfassungszeit vermutlich circa 473 vor Christus. Das ist das Jahr, an dem die Ereignisse, die im Buch Esther geschrieben sind, an dem diese Ereignisse quasi enden. Und ich gehe davon aus, dass es kurz danach eben aufgeschrieben wurde. Auf jeden Fall aber vor 331 vor Christus, denn das war das Ende des persischen Weltreiches. Also ein Buch, das ungefähr 2500 Jahre alt ist. Zur geschichtlichen Einordnung. Was passierte in dieser Zeit?
Also Esther handelt in der Zeit von 483 bis 473 vor Christus. Zu dieser Zeit war Persien Weltmacht. Die Perser hatten die Babylonier besiegt und sie hatten im Grunde den großen Teil der bekannten Welt eingenommen. Und zu dieser Zeit regierte als König über das persische Weltreich König Ahasveros, häufig besser bekannt unter seinem griechischen Namen Xerxes. Eine kleine Abfolge. 597 vor Christus, also fast 600 Jahre vor Christus, da wird Jerusalem erobert und das babylonische Exil beginnt für die Juden. Und auch Mordokai, der wie gesagt in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt, auch Mordokai wird dann bereits weggeführt nach Babylon. Er ist einer der ersten Weggeführten nach Babylon. Später, etwa 60 Jahre später, 539 vor Christus, da wird Babylon erobert von den Persern, genauer gesagt von König Kyros II. Und Kyros erlässt, wie von Jesaja hunderte Jahre zuvor vorhergesagt, erlässt er ein Dekret, dass die Juden zurückkehren dürfen. Die Gefangenschaft der Juden ist also offiziell beendet. Sie sind frei zurückzukehren und tatsächlich finden wir dann auch die erste Rückkehr der Juden unter Serubabel. Nicht alle Juden kehren zurück, aber einige. Wieder etwa 20 Jahre später, im Jahr 516 vor Christus, vollenden die zurückgekehrten Juden den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Und dann, nochmal 30 Jahre später ungefähr, 478 bis 473 etwa, finden diese Ereignisse statt, die wir im Buch Esther lesen. Dann, wieder 20 Jahre später etwa, ist die zweite Rückkehr der Juden unter Esra, wo also nochmal viele zurückkehren und dann 445 vor Christus wird der Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems vollendet. Damit ist im Grunde die Rückkehr der Juden abgeschlossen und Jerusalem ist wieder gebaut als befestigte Stadt. Wir befinden uns also mit den Ereignissen im Buch Esther in einer Zeit, wo das babylonische Exil, die babylonische Gefangenschaft offiziell beendet wurde durch den Perserkönig Kyros. Und wo schon einige Juden zurückgekehrt sind nach Jerusalem und daran arbeiten, den Tempel aufzubauen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, zumindest einige, an die Predigtserie durch den Propheten Haggai. Also auch da musste Gott Propheten schicken, um sie daran zu erinnern, baut bitte mal weiter am Tempel. Das heißt, die ersten Juden sind schon zurück in Jerusalem, bauen den Tempel, aber einige Juden sind noch in Persien. Dann geschehen die Ereignisse im Buch Esther und wenig später ist die zweite große Rückkehr der Juden. Und Jerusalem wird wieder befestigt. Zur Geografie und ihrer Bedeutung. Die Geschichte spielt in Susan, einer der persischen Hauptstädte. Das lesen wir gleich am Anfang des Buches. Wir hatten gehört, einige der Juden waren bereits nach Jerusalem zurückgekehrt, andere befanden sich aber noch im Exil. Und wir müssen verstehen, also schon lange vor Esthers Zeit, waren die Völker Israels und Judas von den Assyrern bzw. den Babyloniern über den gesamten Nahen Osten verstreut worden. Also die Juden, die zwar jetzt wieder anfangen, aber noch in kleinen Gruppen sich in Jerusalem zu versammeln, sind im Grunde über den gesamten Nahen Osten verstreut worden, als zuerst die Assyrer kamen, später die Babylonier. Und die Perser, als die Perser Babylonien eroberten, gliederten sie fast alle Länder, in denen die Juden verstreut waren, in ihr Reich ein. Das persische Weltreich. Und zur Zeit Esthers erreichte dieses persische Weltreich seine größte Ausdehnung. In Vers 1 wird uns berichtet, dass es 127 Landschaften umfasste. Also ein riesiges Reich und fast alle Juden leben innerhalb dieses Reiches. Verstreut, aber innerhalb dieses Reiches. Und das bedeutet, dass wenn der Plan, von dem wir gleich hören werden im Buch Esther, wenn der Plan, alle Juden im gesamten persischen Reich auszurotten, erfolgreich gewesen wäre, dann hätte das im Grunde die Vernichtung des gesamten Volkes der Juden bedeutet.
denn es gab kaum Juden, die außerhalb des Persischen Reiches noch lebten. Die Juden sind also in diesem Buch Esther tatsächlich von der völligen Ausrottung bedroht. Welche Personen spielen im Buch Esther eine besondere Rolle? Einmal Esther. Ihr hebräischer Name Hadassah, das heißt Myrte. Sie ist eine jüdische Jungfrau, die in Persien lebt. Dann Mordokai. Mordokai ist der Vetter von Esther, aber gleichzeitig auch ihr Vormund. Als Esthers Eltern gestorben waren, nahm er sich Esthers an. Und er ist auch der Berater Esthers. Und das sehen wir im gesamten Buch immer wieder, wie er kommt und Esther hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann König Ahasveros oder Xerxes der Erste auf Griechisch, der König, der damals über das persische Weltreich regierte. Und die letzte wichtige Person ist Haman. Haman war zu der Zeit der oberste Fürst unter dem König Ahasveros. Und er ist derjenige, der die Juden ausrotten will. Lass uns also zum Inhalt des Buches kommen. Und ich möchte den Inhalt in drei Teile aufgliedern. Das erste, die Einführung. Und wer will, schaut gerne in euren Bibeln mit. Das erste, die Einführung, beginnt vorne, Kapitel 1, Vers 1, bis zum Ende von Kapitel 2. Dann der Hauptteil, beginnend ab Kapitel 3, bis Kapitel 9, Vers 19. Und dann der Schluss, der ist sehr kurz, Kapitel 9, Vers 20. Und das 10. Kapitel, was nur 3 Verse hat. In dieser Reihenfolge wollen wir uns den Inhalt des Buches anschauen. Erstens also die Einführung, Kapitel 1 und Kapitel 2. Der Hauptinhalt in diesen ersten beiden Kapiteln sind 2 Dinge. Zum einen erfahren wir, wie Esther die Königin Vasti ersetzt als Königin von Persien. Und wir erfahren, wie Mordokai, Esthers Vetter, einen Mordanschlag auf den König Ahasveros verhindert. Es beginnt im Kapitel 1, Versen 1 bis 9, mit einem großen Fest. Wir lesen von 3 Gastmahlen. Ein Gastmahl für die Elite des Landes, für die Fürsten und die Obersten. Dann ein Gastmahl für das ganze Volk, was 7 Tage lang dauert. Ein großes Volksfest, wo der König dem Volk ein Fest bereitet. Und außerdem gibt es noch ein Gastmahl für die Frauen, was von der Königin Vasti veranstaltet wird. Wir haben also ein riesiges Fest, was 180 Tage lang ging, ein großes Fest, wo König Ahasveros auf dem Höhepunkt seiner Macht, zur Zeit der größten Ausdehnung des Persischen Reiches, seine Macht zur Schau stellen und feiern wollte. Und da finden also diese 3 großen Gastmale statt. Und die Schrift oder das Buch erzählt uns, wie herrlich das alles war. Dass man aus goldenen Bechern trank und jeder war anders gearbeitet. Wie alles geschmückt war mit bunten Stoffen, wie man auf Marmor saß. Also wirklich ein großes, herrliches Fest. Aber wie so oft, wenn man ausgelassen feiert, passieren auch Dinge, die die Freude trüben. Davon lesen wir dann in Kapitel 1, in den Versen 10 bis 12. Der König, schon angeheitert vom Wein, will nun dem Volk seine Königin präsentieren, Vasti. Und es heißt, sie war sehr schön. Er will also zeigen, wie schön seine Frau ist. Das Problem ist, Vasti hat keine Lust zu kommen. Sie widersetzt sich dem Befehl des Königs. Sie kommt einfach nicht. Und das ist ganz schön peinlich für den König. Wenn alle auf dich schauen und alles ist gerade wunderbar, schöne Stimmung und jetzt befiehlst du als König, deine Königin soll kommen und sie kommt nicht. Peinlich und alle haben es mitbekommen. Deswegen überlegt der König dann im Weiteren, was jetzt zu tun sei. In den Versen 13 bis 22 hören wir von der Reaktion des Königs, nämlich die Königin Vasti wird abgesetzt als Königin. Auf den Rat von Rechtsgelehrten hin. Der König handelt also nicht im Affekt, einfach im Zorn, sondern er berät sich erstmal mit seinen Rechtsgelehrten und sie sagen ihm, die Königin soll abgesetzt werden und es sollen Schreiben in alle Enden des Reiches geschickt werden, damit alle Bescheid wissen, dass Königin Vasti abgesetzt ist
Und die Rechtsgelehrten haben nämlich eine große Sorge, dass wenn nämlich die Frauen im Persischen Reich hören, wie sich Königin Vasti dem König widersetzt hat, dann werden sie das vielleicht auch machen und sich ihren Männern widersetzen. Und das darf nicht sein. Also, damit die Frauen wissen, wo ihr Platz ist und nicht anfangen, sich ihren Männern zu widersetzen, wird also Königin Vasti abgesetzt und es wird reichsweit bekannt gemacht. Und dann lesen wir zu Beginn von Kapitel 2 in den Versen 1 bis 4, dass die Suche nach einer neuen Königin nun beginnt. Jemand muss den Platz von Königin Vasti einnehmen. Und eine von denen, die in Frage kommt, ist Esther. Der Plan ist, dass man im Grunde durch das Reich geht und schaut, wo sind die schönsten Jungfrauen, die passend wären als Königin. Und die sollen dann vor den König geführt werden, sodass er sich eine aussuchen kann. Und Esther ist eine von diesen Frauen. Sie war eine schöne Frau, eine Jungfrau. Auch sie soll dem König vorgestellt werden als potenzielle Braut. Dann erfahren wir in den Versen 5 bis 7 ein paar Informationen über Esther und über Mordecai. Wer ist Esther überhaupt? Und wer ist Mordecai? Wir erfahren also, was wir schon gesehen haben, dass Esthers Eltern gestorben waren, als sie noch recht jung war, dass Mordecai, ihr Vetter, sie aufgenommen hat, ihr Vormund wurde. Wir erfahren aber auch noch andere Dinge, etwas später, dann in den Versen 10 und in den Versen 20. Sie halten nämlich ihre jüdische Abstammung geheim. Und zwar auf den Rat von Mordecai hin. Er sagt Esther, erzähl keinem, dass wir Juden sind. Wir erfahren nicht genau, warum, aber wir können davon ausgehen, dass ein Jude zu sein, damals im persischen Weltreich, offensichtlich mit Nachteilen verbunden war. Er wollte es lieber geheim halten. Es war wohl gefährlich, offen zu sagen, dass man Jude ist. Und außerdem erfahren wir, dass Esther immer auf Mordecais Rat hört. Sogar als sie Königin ist, hört sie weiterhin auf Mordecais Rat. Dann kommt der nächste Abschnitt, die Kapitel 8 bis 14. Dort erfahren wir von Esthers Zeit der Reinigung im Frauenhaus. Also bevor man so eine hübsche Jungfrau dem König vorstellen kann, muss sie sich erstmal reinigen, und zwar ein Jahr lang. Offensichtlich dauert das so lange, bis eine Frau dann rein genug ist für den König. Ein Jahr lang ist sie dort, reinigt sich, wird mit verschiedenen Salben eingesalbt. Sie ist dort nicht allein, sondern mit all den Frauen, die in Frage kommen als Königin. Und hier sehen wir zum ersten Mal, dass Gott, auch wenn er nicht namentlich genannt ist, aber dass er doch mit Esther ist. Denn Esther erwirbt dort im Frauenhaus die Gunst von Hegai. Hegai ist der Hüter der Frauen. Er ist zuständig für die Frauen dort und sie erwirbt seine Gunst. Und das wird noch wichtig werden. Denn wir erfahren dann in den Versen 15 bis 18, dass irgendwann dann auch Esther an der Reihe ist, zum König geführt zu werden, um ihm vorgestellt zu werden als mögliche Braut. Und weil sie die Gunst von Hegai gewonnen hat, gibt er ihr Tipps, was sie sagen soll beim König, wie sie sich verhalten soll. Und sie hält sich daran und siehe da, es funktioniert. Hegai weiß, was dem König gefällt. Esther beherzigt seinen Rat und sie gewinnt tatsächlich die Gunst des Königs vor allen anderen Frauen. Alle anderen Frauen wurden wieder weggeschickt, aber Esther gewinnt die Gunst des Königs und tatsächlich, er macht sie zu seiner neuen Königin. Das ist im Grunde der erste Teil, was alles geschehen ist, damit Esther Königin wurde von Persien. Und am Ende des zweiten Kapitels erfahren wir dann noch in den Versen 19 bis 23, wie Mordecai von einem Mordkomplott erfährt, dass zwei Männer gegen den König gesponnen haben. Er erfährt davon, er informiert Esther darüber. Esther sagt es dem König, die Sache wird untersucht und es wird festgestellt, tatsächlich haben diese beiden einen Mordanschlag geplant und die Attentäter werden an ein Holz gehängt. Das Leben des Königs wurde gerettet, aber bemerkenswert ist, dass Mordecai, obwohl er derjenige war, der das Leben des Königs gerettet hat, keinerlei Anerkennung erhält für die Verhinderung dieses Mordkomplotts.
Das lesen wir nochmal explizit im Kapitel 6, Vers 3. Er verhindert den Mordanschlag, aber ihm wird keinerlei Lohn, keinerlei Anerkennung dafür zuteil. Das ist also der Einleitungsteil. Jetzt ist alles quasi an seinem Ort. Jetzt beginnt der Hauptteil der Geschichte. Ab Kapitel 3 bis Kapitel 9, Vers 19. Und der Hauptinhalt in diesem Hauptteil, vier Dinge. Haman, dieser oberste Fürst, er plant die Ausrottung der Juden. Warum? Aus Hass auf Mordekai. Also weil er einen Juden hasst, will er sie alle vernichten. Dann lesen wir aber, wie Mordekai Haman überwindet. Wir lesen dann, wie Esther und Mordekai zusammen die Juden retten vor der beschlossenen Ausrottung und wie stattdessen die Juden Rache nehmen an ihren Feinden. Im Detail. Zu Beginn von Kapitel 3, Verse 1 bis 6, erfahren wir, wie Haman befördert wird, wie er aufsteigt zum obersten Fürsten nach dem König. Wir erfahren aber auch, wie sehr er Mordekai hasst. Weil, wenn Haman kommt, hat sich jeder niederzuwerfen vor ihm. Aber dieser Mordekai tut das nicht. Und das ärgert Haman unglaublich. Haman ist ein sehr stolzer Mann. Er ist sehr darauf bedacht, dass er Ehre empfängt von den Menschen. Und er kann es nicht ertragen, dass dieser eine Mensch sich nicht vor ihm niederwirft. Und er bekommt so einen Hass auf Mordekai. Und er erfährt, dass Mordekai ein Jude ist, obwohl Mordekai es ja nicht geheim halten wollte. Aber er hat so einen Hass auf Mordekai, dass er nicht nur ihn, sondern alle Juden ausrotten will. Aber bevor er das tut, wirft er das los. Er will wissen, ob die Götter mit ihm sind, mit seinem Plan, die Juden auszurotten. Davon lesen wir dann in Kapitel 3, den Versen 7 bis 15. Er wirft das los, in der damaligen Sprache, das pur. Und das pur, das Los, fällt gut für ihn. Er denkt, er hat die Gunst der Götter für seinen Plan. Also geht er zum König und er überredet den König, die Juden ausrotten zu lassen. Und er selbst erlässt das entsprechende Dekret, das in alle Länder geschickt wird im Persischen Reich, dass die Juden auszurotten sind. Und zwar ganz konkret, das Dekret sagt, alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen. Also falls es einer nicht versteht, sagt das dreimal, was sie tun sollen. Alle Juden zu vertilgen, zu ermorden, umzubringen, vom Knaben bis zum Greis, kleine Kinder und Frauen, das ganze Volk an einem Tag. Ein Tag bestimmt er dafür. An diesem Tag sollen sich alle im Persischen Reich erheben gegen die Juden. Gegen die Jungen und die Alten, die Männer und die Frauen und die Kinder. Und sie sollen sie alle vernichten, sie alle töten. Und damit die Leute auch genügend Anreiz haben, verspricht Haman ihnen außerdem Geld. Er wird den zuständigen Leuten in diesen Provinzen, in den Ländern Geld senden und jeder, der einen Juden tötet, darf sich Beute nehmen. Dein Nachbar ist Jude? Super, an diesem einen Tag kannst du hingehen, ihn totschlagen und kannst dir all seinen Besitz nehmen. Das ist ein Anreiz. Da werden sich wohl welche finden, die das umsetzen. Dieser Plan ist so teuflisch, dass Haman hier in Kapitel 3 in Vers 10 als der Widersacher der Juden bezeichnet wird. Das erinnert uns an Satan, den Widersacher. Wie ist die Reaktion von Mordekai und den Juden, als sie das hören? Wir lesen davon zu Beginn von Kapitel 4, den Versen 1 bis 3. Ja, wie soll denn die Reaktion sein? Große Trauer und Fasten und Weinen und Wehklage. Die Juden ziehen sich Sacktuch an und sitzen in der Asche. Ihre Vernichtung ist beschlossen von ganz oben, von dem mächtigsten Reich der Welt. Große Trauer und Fasten und Wein und Wehklage, Sacktuch und Asche. Einige meinen, es sei ja auch komisch, dass hier gar nicht zu Gott gebetet wird. Hier steht, dass zu Gott gebetet wird. Sie fasten. Fasten heißt beten zu Gott. Verzicht auf Essen und Trinken
um Gott zu suchen, um Gott anzuflehen. Aber was soll jetzt noch helfen? Das persische Weltreich hat die Vernichtung beschlossen. Was soll man tun? Sie haben alles in Stellung gebracht. Die Anreize sind so groß. Nun, wir lesen, was geschieht in Kapitel 4, Verse 4 bis 17. Mordecai, der von diesem Dekret erfahren hat, Esther nicht. Esther im Königshaus weiß von nichts. Mordecai informiert Esther. Er sagt hier, was beschlossen ist über die Juden. Und Esther beschließt, den König für die Juden zu bitten. Aber Mordecai muss sie erst überreden. Interessant ist, dass Mordecai weiß, er sagt Esther, er weiß, dass Befreiung und Rettung für die Juden erstehen wird. Er weiß, Gott wird nicht zulassen, dass die Juden tatsächlich ausgerottet werden. Woher weiß er das? Weil er die Schriften kennt. Gott hatte verheißen, dass aus dem Samen der Frau der Retter kommen wird. Er hatte Abraham verheißen, Isaak, Jakob verheißen, dass aus ihrem Samen, aus dem Volk der Juden, aus Israel, der Same kommen wird, in dem die ganze Welt gesegnet wird, Christus. Er wusste, Gott wird nicht zulassen, dass die Juden ausgerottet werden, denn dann könnte der Christus nicht kommen, die eine große Verheißung des Erlösers der Welt könnte nicht in Erfüllung gehen. Das kann nicht sein, dieser Plan kann nicht gelingen. Die Juden können nicht ausgerottet werden, denn Gott hat noch etwas vor mit den Juden. Er will aus ihnen noch den Messias hervorbringen. Und das sagt Mordecai Esther auch. Mordecai bittet Esther, was zu unternehmen. Er bittet sie, geh zum König. Aber Esther hat Angst. Denn wenn man einfach ungefragt, unaufgefordert, einfach so vor dem König erscheint, bedeutet das eigentlich den Tod. Es ist eine Missachtung des Königs, wenn du einfach aus eigenem Antrieb vor seinen Augen erscheinst. Entweder er ruft dich oder du bleibst weg von seinen Augen. Aber Esther wurde schon längere Zeit nicht mehr gerufen. Sie ist sich gar nicht so sicher, habe ich noch Gunst beim König oder liebt er mich vielleicht nicht mehr? Und was wird geschehen, wenn ich plötzlich einfach selbst vor ihn trete? Ich bin eigentlich des Todes. Die einzige Möglichkeit, wie ich nicht sterbe, ist, dass wenn der König mich sieht, er mir sein Zepter entgegenstreckt, als Zeichen, dass ich kommen darf und nicht sterben muss. Sie hat also Angst, dass sie sterben wird, wenn sie zum König geht. Und deswegen sagt Mordecai ihr, Esther, selbst wenn du schweigst, Gott wird die Juden retten, aber weißt du was, du wirst dich schuldig gemacht haben. Durch Schweigen würde sich Esther schuldig machen. Wir sehen also beides. Die Souveränität Gottes, er wird sein Volk retten. Wenn Esther nicht mitmacht, dann halt irgendwie anders. Aber gleichzeitig die Verantwortung der Menschen, wenn Esther schweigt, wird sie sich schuldig machen. Also geht Esther zum König mit Todesfurcht. Sie denkt wirklich, dass das ihr Ende sein kann. Aber sie entscheidet sich zu gehen. Wen fürchtet Esther mehr? Den König Ahasverus oder Gott? Gott. Sie nimmt lieber den Tod durch den König in Kauf, als die Strafe durch den großen König der Könige. Und gleichzeitig bittet sie Mordecai, dass er doch dafür sorgen soll, dass er selbst und alle Juden fasten mögen für sie. Dass wenn sie zum König geht, sie nicht sterben muss, sondern sie Erfolg haben wird. Also fasten, beten, demütigen sich alle Juden vor dem Herrn. Sie beten für Esther. Herr, wenn sie vor den König tritt, lass sie nicht sterben, sondern lass sie, gebrauche sie, um unser Volk zu retten. Und dann lesen wir in Kapitel 5, wie Esther vor den König tritt. Und er streckt ihr das Zepter entgegen. Sie muss nicht sterben, sie darf kommen. Und er ist überaus freundlich zu ihr. Er sagt ihr, was will die Königin, was möchtest du von mir? Sag es, bis zur Hälfte des Königreichs, ich werde es dir geben. Aber Esther hat immer noch Angst. Sie traut sich nicht sofort zu sagen, was ihr Anliegen ist, sondern sie lädt den König zu einem Mahl ein. Zusammen
mit Haman, diesem Widersacher der Juden, der diesen Plan ausgeheckt hat. Sie beide sollen doch kommen zu einem Mahl. Sie kommen. Aber Esther traut sich auch bei diesem Mahl nicht anzusprechen, worum es eigentlich geht. Aber Haman ist überaus glücklich. Wir lesen davon in den Versen 9 bis 14 von Kapitel 5. Haman denkt, Mensch, ich steige ja immer mehr auf. Die Königin lädt mich und den König ein zu einem Mahl. Also er kann gar nicht fassen, wie geehrt er doch ist. Und er kommt voller Freude aus der Burg, aus dem Königshaus hinaus und da steht Mordecai. Und seine Freude ist wie weggeblasen. So sehr hasst er Mordecai, dass selbst in dem Moment, wo er denkt, ich bin der geehrteste Mann der Welt, er muss Mordecai nur sehen und alle Freude ist weg. Und tatsächlich denkt er sich, ich ertrage den nicht mehr. Ich warte nicht mal mehr bis zum Tag der Ausrottung. Den werde ich morgen töten. Er erzählt seiner Familie davon und sie unterstützt ihn. Ja, häng ihn doch morgen an ein Holz. Und das macht er. Er hat eine gute Idee. Fangt an, einen Galgen zu bauen. Und morgen werde ich Mordecai da dranhängen. Er kann also ihn nicht mal, seinen Anblick nicht mal mehr ein paar Tage ertragen. Er kann keine Freude haben, solange Mordecai am Leben ist. Also soll er am nächsten Tag aufgehängt werden. Aber in dieser Nacht, bevor Mordecai an das Holz gehängt werden soll, der Galgen steht schon bei Haman, in dieser Nacht greift Gott ein. Wo ist Gott? Hier. Denn der König kann ausgerechnet in dieser Nacht keinen Schlaf finden. Er kann nicht schlafen. Also denkt er sich, was soll ich denn tun? Und er denkt, ich lese in den Chroniken. Ich hätte sie auch vorlesen lassen. Aber er will aus den Chroniken hören, aus den Chroniken seines Königsreichs. Und es wird ausgerechnet die Stelle gelesen, wo eingetragen ist, dass Mordecai diesen geplanten Mordanschlag auf den König verhindert hat. Dass Mordecai das Leben des Königs gerettet hat. Das lesen wir zu Beginn von Kapitel 6. Und der König fragt, hat dieser Mordecai eigentlich irgendeine Anerkennung dafür bekommen? Hat er irgendeinen Lohn bekommen? Nein? Das müssen wir ändern. In der letzten Nacht kann der König nicht schlafen. Er schlägt die Chroniken auf. Er liest ausgerechnet, was Mordecai für ihn getan hat. Und er beschließt, der muss belohnt werden. Jetzt haben wir Haman, der am nächsten Tag Mordecai aufknöpfen will. Und wir haben den König, der Mordecai am nächsten Tag belohnen will. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Am nächsten Morgen lässt der König also Haman, seinen obersten Fürsten, rufen und fragt ihn. Haman, was sollten wir machen mit einem Menschen, den der König wirklich ehren will? Und Haman denkt sich, oh, das bin ich. Er fragt, wie er mich ehren kann, noch mehr ehren kann. Oh, das gefällt ihm. Und jetzt kommt seine Fantasie und er denkt sich aus, wie man ihn doch ehren sollte. Aber man sollte ihn königliche Kleider anziehen, auf das königliche Pferd setzen und ein Fürst des Landes soll ihn durch die Straßen führen und ausrufen, schaut, so macht man es mit einem Mann, den der König ehren will. Und der König sagt, das gefällt mir. Geh zu Mordecai und mach das mit ihm. Komischerweise lesen wir hier nicht davon, was Haman sich da dachte. Aber wir können uns vorstellen, das hat ihn völlig zerstört. Also anstatt Mordecai aufzuknüpfen, anstatt ihn an ein Holz zu hängen, muss er ihn auf das Schlachtross des Königs setzen, bekleidet mit aller Pracht und er selbst, Haman selbst, muss ihn durch die Straßen führen und rufen, seht, der König ehrt diesen Mann. Das ging ganz schön nach hinten los. Wo ist Gott in diesem Buch? Vielleicht hier.
Ja, es ist so heftig, dass selbst die Familie von Haman, die ihm am Tag zuvor noch geraten hat, Mordecai aufzuhängen, jetzt erkennen muss, Haman, du hast angefangen, vor Mordecai zu fallen. Und wenn er ein Jude ist, dieser Mordecai, dann wirst du völlig vor ihm fallen. Schau, wie sich das geändert hat bei der Familie. Plötzlich erkennt sie, Gott ist mit den Juden. Du bist der zweite Mann nach dem König. Du hattest alles vorbereitet. Und es ist alles komplett zunichte gemacht, alles komplett auf den Kopf gestellt. Es gibt nur eine Erklärung. Gott muss mit diesem Mordecai sein. Gott ist mit den Juden. Er wird dich ganz vernichten. Und so soll es auch geschehen. Es findet das zweite Mal statt. Königin Esther hatte sich nicht getraut, beim ersten Mal zu fragen. Also lädt sie den König und Haman zum zweiten Mal ein. Zu einem zweiten Mal. Und da rückt sie jetzt raus mit der Sprache. Der König fragt sie wieder, bitte, worum du willst, bis zur Hälfte des Königreichs. Und sie sagt, ich bitte nur um eins. Ich bitte um mein Leben und um mein Volk. Und der König denkt sich, was? Wer will dir ans Leben? Und sie sagt, da, Haman. Er hat die Vernichtung der Juden beschlossen. Ich bin eine Jüdin. Er will mich und mein ganzes Volk töten. Der König ist so wütend, dass er aufsteht und rausgeht. Er muss sich erstmal sammeln. In der Zeit fällt Haman vor Esther nieder und fleht um sein Leben. Da kommt der König zurück, sieht Haman bei Esther und fragt, was? Willst du sie jetzt gleich hier an Ort und Stelle erwürgen? Weg von ihr! Der König erfährt, dass Haman einen Galgen hergerichtet hat. Für Mordecai, für den Lebensretter des Königs. Und der König befiehlt, dass man Haman an diesem Galgen aufhängen soll. Es ist nicht Mordecai, der an diesem Tag ans Holz gehängt wird, sondern Haman. Und Mordecai? Er hängt nicht am Holz, sondern er wird erhöht. Der König setzt ihn an die Stelle von Haman, sowohl in alle seine Ämter, als zweiter Mann nach dem König, als auch über das Haus von Haman, über seinen persönlichen Besitz. Er wird mit königlichen Gewändern bekleidet, er bekommt eine Krone. Wir lesen davon in Kapitel 8. Er ist jetzt der zweite Mann. Hat Gott da eingegriffen? Hat er alles völlig gewendet? Na gut, jetzt ist Haman weg, der Widersacher der Juden. Und Mordecai hat diesen Tag überlebt, aber da steht immer noch die Ausrottung der ganzen Juden im Raum, einschließlich Esther und Mordecais. Also fleht Esther nun zum König für die Juden. Und der König lässt ihr und Mordecai freie Hand. Den königlichen Siegelring, den der König am Anfang Haman gegeben hatte, und mit dem er am Haman am Anfang dieses Dekret untersiegelt hatte, dass die Juden getötet werden sollen, diesen Siegelring gibt er nun Mordecai. Und Mordecai kann jetzt ein Dekret, ein Gesetz erlassen. Es gibt aber ein Problem. In Persien kann man ein königliches Dekret nicht einfach widerrufen. Das Gesetz der Perser und Meder steht fest. Wenn der König ein Gesetz erlassen hat, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Mordecai kann nicht einfach schreiben, ach übrigens, an dem festgesetzten Tag dürft ihr doch nicht die Juden töten. Geht nicht. Die Juden dürfen getötet werden an diesem Tag. Mordecai kann es nicht ändern. Aber Mordecai hat eine gute Idee, wo die wohl herkommt. Er erlässt ein Dekret, dass die Juden an diesem Tag, wo man sie töten darf, ungestraft, dass die Juden sich an diesem Tag zusammentun sollen, um sich zu wehren. Und wenn sie ihre Feinde töten, werden auch sie nicht bestraft werden. Davon lesen wir in Kapitel 8, 9 bis 14. Und dann hören wir von der Reaktion der Juden darauf. Nun, als sie gehört haben von dem Dekret, dass sie alle ausgerottet werden sollen, da war Wein und Wehklagen und Fasten. Und jetzt? Jetzt ist große Freude bei den Juden über ihre Rettung.
Sie wissen, das ist unsere Rettung. Ja, die Freude ist so groß. Das, was dort geschehen ist, ist so wunderbar, dass viele von den anderen, die nicht Juden sind, anfangen, die Juden zu fürchten. Sie erkennen, was da geschehen ist. Sie erkennen, dass Gott hier eingegriffen hat. Und viele werden Juden. Kapitel 8, 15 bis 17. Sie fürchten die Juden und viele werden Juden. Und dann kommt der festgesetzte Tag, an dem die Feinde der Juden die Juden töten dürfen und ihren Besitz nehmen dürfen. Und an dem die Juden sich zusammentun dürfen, um sich zu wehren. Und an diesem Tag, wir lesen davon in Kapitel 9, Verse 1 bis 10, da tun sich die Juden zusammen. Keiner traut sich, gegen sie vorzugehen. Aber sie gehen gegen ihre Feinde vor. Sie nehmen Rache an ihren Feinden. Und sie werden unterstützt von den Beamten des Königs. Haman hatte noch Geld gegeben, damit die Beamten des Königs die Juden vernichten. Jetzt fürchten auch die Beamten des Königs die Juden und sehen, was dort geschehen ist. Also unterstützen sie jetzt die Juden. Und die Juden, sie töten an diesem Tag 75.000 ihrer Feinde, unter anderem alle 10 Söhne Hamans. Haman wollte die Juden ausrotten. Er und seine Familie werden ausgerottet. Und weil das so gut läuft, hat Königin Esther eine Bitte, eine weitere Bitte an den König. Das läuft gerade alles so gut für uns Juden. Gib uns doch in der Stadt Susan, wo der König war, in der Stadt Susan, nicht im Rest des Reichs, aber in der Stadt Susan, gib uns Juden noch einen Tag mehr. Und der König gibt es. Und auch am nächsten Tag töten die Juden in der Stadt Susan ihre Feinde. Ein weiterer Tag der Rache für die Juden in der Stadt. Kapitel 9, Verse 11 bis 15. Und dann lesen wir in den Versen 16 bis 19 von Kapitel 9, dass die Juden also insgesamt 75.000 Feinde töteten an diesen beiden Tagen. Und danach feiern sie ein Gastmahl, einen großen Festtag, und sie schicken einander Geschenke. Und dann kommen wir zum Schlussteil. Kapitel 9, Vers 20 bis Ende Kapitel 10. Hier ist der Hauptinhalt, wir erfahren von dem Beginn des Purim-Festes und wir erfahren von Mordekais Ruhm. Im Einzelnen? Zuerst hören wir in Kapitel 9, 20 bis 22, dass Mordekai all diese Begebenheiten aufschreibt. Ich vermute, dass das das Buch Esther ist, ja, das er dort geschrieben hat. Jedenfalls schreibt er alles auf, was geschehen ist, und er ordnet etwas an. Er ordnet an, dass jährlich an diesen beiden Tagen, wo eigentlich die Vernichtung der Juden beschlossen war, aber die Juden Rache nehmen durfte, das sind nämlich der 14. und 15. des Monats Adar, dass an diesen beiden Tagen ein Festtag stattfinden soll. Mit Gastmahlen und Geschenken, sowie der erste Festtag nach ihrer Rettung. Auf dem Land am 14. und in der Stadt am 14. und 15. weil sie in der Stadt zwei Tage lang Rache nehmen konnten. Das ist die Einsetzung des Purim-Festes. Erinnert ihr euch noch, was war Pur? Pur war das Los, was Haman geworfen hatte, um die Juden zu vernichten. Und nun wird das Purim-Fest eingesetzt. Die Juden feiern, dass Gott es ist, der das Los einem jeden Menschen bestimmt. Und bis heute feiern die Juden dieses Fest an dem festgesetzten Tag, so wie es festgesetzt war, mit Gastmahlen, mit Geschenken. Und immer an diesem Tag wird das Buch Esther gelesen in den Synagogen. Und an diesem Tag ist es ausdrücklich verboten, dass man weint und wehklagt und fastet. Das war alles davor. Dieser Tag muss ein Tag der Freude sein. Ein Festtag, ein Tag der Gastmahle und Geschenke. Es gibt ja einige, die meinen, es sei schlecht, wenn man Geschenke gibt. Also Gott hat es vorgeschrieben, ja, dass man Geschenke geben darf an Festtagen. Dieses Fest wird zu einem festen Brauch und erhält dann den Namen Purim,
Davon lesen wir nochmal in den Versen 23 bis 28. Und in den Versen 29 bis 32 steht dann, dass alles Fasten und Wehklagen verboten ist an diesem Fest. Und dann das letzte Kapitel, was wie gesagt nur ganz kurz ist, nur drei Verse hat, Kapitel 10, da erfahren wir noch einmal von Mordekais Ruhm. Er ist der Zweite nach dem König und es heißt, er suchte das Wohl seines Volkes. Er war ein guter Fürst. Er war ein Segen für Israel. Und wir erinnern uns noch, am Anfang hatte Mordekai noch seine Abstimmung, seine jüdische Abstammung geheim gehalten. Wahrscheinlich aus Angst vor Nachteilen. Aber jetzt, wo die Menschen im Persischen Reich gesehen haben, dass Gott mit den Juden ist, wie er eingegriffen hat, um sie zu retten, wie er den Juden Mordekai erhöht hat, zu höchster Macht. Und wo selbst viele auch Juden wurden, jetzt heißt es am Ende, im letzten Vers dieses Buches, in Kapitel 10, Vers 3, Mordekai, der Jude. Nun ist es keine Schande mehr, zu sagen, dass man Jude ist. Nun ist es ein Ehrentitel. Lass uns zum Schluss noch kurz fragen, was sind die Hauptlehren aus dem Buch Esther? Gottes Souveränität und Vorsehung, Vorherbestimmung. Wir sehen in diesem Buch so klar wie in wenig anderen Büchern, dass Gott dafür sorgt, dass sein Wille geschieht, dass sein Ratschluss zustande kommt. Niemand kann den Ratschluss des Herrn zunichte machen. Gott sorgt dafür, dass er zustande kommt, und zwar auf zwei Weisen. Zum einen ordnet er alle Dinge so, setzt Menschen in Positionen ein, in denen er sie dann gebrauchen kann. Mordekai, der schon am Anfang verbracht wird, verschleppt wird nach Babylon, der dann an dem Ort ist, wo er erfährt von dem Mordanschlag und es berichten kann und zum Lebensretter des Königs wird, der dann erhöht wird zum Fürsten über das Land und die Vernichtung der Juden abwendet. Esther, dieses Waisenkind, dieses jüdische Waisenkind, was auf wunderbare Weise zur Königin von Persien wird. Hegai, der Hüter der Frauen, der ausgerechnet von diesen Hunderten von Frauen Esther seine Gunst schenkt und ihr sagt, was sie tun soll, damit sie die Gunst des Königs erwirbt. Überall sehen wir, wie Gott alles ordnet, wie er Menschen einsetzt in die Position, wo er sie gebrauchen kann, damit sein Ratschluss zustande kommt. Und wir sehen, dass Gott auch ganz direkt eingreift. Besonders deutlich war das in Ahasveros Schlaflosigkeit. Ausgerechnet in dieser einen Nacht, in dieser einzigen, letzten Nacht, in der noch etwas verhindert werden kann, bevor Mordekai aufgeknüpft wird am nächsten Morgen. Ausgerechnet in dieser Nacht kann der König einfach nicht schlafen und er entscheidet sich, ein freier Wille, diese Chroniken zu lesen und er liest ausgerechnet diese Stelle und er denkt sich, da muss doch was passieren. Erstaunliche Zufälle, nicht wahr? Wir erinnern uns an ein paar Bibelverse, ich will nur zwei nennen. Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes. Was wollte der König nicht tun, was wollte Haman nicht tun? Aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Oder Jesaja 46, Vers 10, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Ob die Menschen nun wollen oder nicht, Gott wird sein Wohlgefallen tun. Zweitens, also wir sehen die Souveränität und Vorsehung Gottes. Wir sehen zweitens die Verantwortung der Menschen. Dass Gott alles vorherbestimmt, heißt nicht, wie man uns Calvinisten immer strohmannhaft vorwirft, dann hätten Menschen ja keine Verantwortung. Selbstverständlich glauben wir, dass Menschen Verantwortung haben. Mordekai weiß, dass Gott sein Volk retten wird, egal ob Esther mitspielt oder nicht. Und gleichzeitig sagt er ihr, wenn du nichts unternimmst, machst du dich schuldig. Esther und Mordekai mussten hier aktiv werden. Sie mussten mutig sein. Sie mussten ihre Todesangst überwinden, um die Juden zu retten. Hätten sie es nicht getan, hätte Gott die Juden trotzdem gerettet. Aber sie hätten sich schuldig gemacht. Beides. Die völlige Souveränität Gottes und gleichzeitig die Verantwortung der Menschen. Drittens, von vier Punkten, drittens, die Absurdität, die absolute Lächerlichkeit der Auflehnung gegen Gott. Dieses Buch, man kann ja, obwohl es so ernst ist, kann man ständig lachen.
Denn wie macht Gott alle Pläne der Menschen zunichte? Dieser mächtige Haman, auf dem Höhepunkt seiner Macht, Gott macht ihn zum völligen Gespött, indem er all seine bösen Pläne, die er alle schon klug in Gang gesetzt hatte, er macht sie alle zunichte, ja, er lässt sie auf seinen eigenen Kopf zurückkommen. Gott kehrt die Pläne der Menschen völlig um. Der Ruhm, den Haman haben wollte, er wird Mordekai, dem Verhassten, zuteil. Das Holz, an dem Mordekai hängen sollte, an dem hängt Haman. Mordekai nimmt die Stelle Hamans ein. Nicht die Juden sterben an diesem Tag, sondern ihre Feinde. Nicht das ganze Volk wird ausgerottet, sondern die ganze Familie Hamans. Er, der geehrt werden wollte, Haman muss den Mordekai ehren, ihn öffentlich durch die Straßen führen. Es ist offenkundig, wie Gott seine Freude daran hat, zu spotten über die Gottlosen, die sich auflehnen gegen ihn. Und alles völlig zunichte zu machen, sie lächerlich zu machen vor den Augen der ganzen Welt. Der passende Bibelvers natürlich, Psalm 2, Verse 4 und 5. Der im Himmel thront, lacht. Die Menschen lehnen sich auf, die Fürsten, die Könige lehnen sich auf. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Die mächtigsten Menschen, Fürsten und Könige lehnen sich auf gegen Gott. Er kann nur lachen und spotten über sie. Und er wird sie vernichten in seinem Zorn. Vierte und letzte Hauptlehre aus diesem Buch. Gott rettet sein Volk. Gott hält seine Verheißungen. Er rettet sein Volk. Esther ist hier nur Teil einer viel größeren Geschichte, die sich von Adam bis zu Christus hin und weiter durch seine Kirche erstreckt. Hätte Haman Erfolg gehabt, wäre das jüdische Volk als Ganzes vernichtet worden und der verheißene Messias, der Same Abrahams, der Same Israels, wäre nicht gekommen. Und Satan hat das immer wieder versucht. Er hat immer wieder durch die Geschichte hindurch versucht, diese Linie zu vernichten. Ganz zu Beginn, Kain und Abel, zwei Söhne. Wenn ich dafür sorge, dass der eine den anderen umbringt, ist der eine tot und der andere, aus dem kann der Messias nicht mehr kommen, der muss fliehen. Der ist auch des Todes. Josef in Ägypten. Die Brüder wollten ihn töten. Er landete im Gefängnis in Ägypten. Aber Gott hat ihn gebraucht, um das ganze Volk Israel, damals so gegebenermaßen noch ein bisschen kleiner, aber um seine ganze Familie am Leben zu erhalten. Weil er in Ägypten war, weil er dort aufstieg, auch zum zweiten Mann nach dem König, ganz ähnlich wie Mordekai, konnte er dafür sorgen, dass als die große Dürre kam, genug zu essen da war in Ägypten, sodass sie sogar abgeben konnten und die Familie von Israel am Leben erhalten konnten. Sonst wäre Israel, Jakob, mit all seinen Söhnen verhungert. Wäre vorbei gewesen. Der Kindermord in Ägypten. Der Kindermord in Bethlehem. Immer wieder hat Satan versucht, die Linie auszulöschen, Israel zu beseitigen, dafür zu sorgen, dass der Messias nicht kommen kann. Und Gott macht all seine Pläne zunichte. Mag der Antichrist tun, wie immer er will, mag er wüten, wie immer er will, mag er sich überall kleine Antichristen hochziehen. Männer, die für ihn arbeiten, an der Vernichtung des Volkes. Er hat keinen Erfolg. Gott sorgt dafür, dass Befreiung und Rettung kommt für sein Volk. Nicht nur damals in Persien, sondern er hat dafür gesorgt, dass der Retter kam, dass Christus kam und dass er sein Volk rettet. Nicht nur die Juden, nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Er rettet sie und er bringt sie zu Ruhm. So wie damals alle plötzlich sich fürchteten vor diesem Volk und sie gerühmt waren, so kommt Christus und rettet sein Volk und bringt es zu Ruhm und Herrlichkeit. Also, und das ist der Abschluss. Wir hatten uns am Anfang des Buches zwei Fragen gestellt. Das erste war, worum geht es im Buch Esther? Nachdem wir das gehört haben, würde ich folgende Beschreibung vorschlagen. Das Buch Esther erzählt
wie Gott in seiner Vorsehung alle Dinge so ordnet, dass er seine Feinde besiegt und ihre Pläne vereitelt und dass sein Ratschluss zustande kommt, nämlich die Errettung und Verherrlichung seines auserwählten Volkes um Christi willen. Darum geht es eigentlich. Das andere war nur vordergründig. Das ist, was eigentlich geschieht. Und damit ist auch die zweite Frage beantwortet. Wo ist Gott? Wo ist Christus im Buch Esther? Überall. Gottes Vorsehung, Gottes Rettung sind allgegenwärtig. Auch wenn er im Verborgenen handelt, selbst wenn sein Name nicht genannt wird. So handelt Gott übrigens meistens. So handelt er auch heute meistens. Im Verborgenen lenkt er alles so, dass sein Wille zustande kommt, dass sein Volk gerettet wird und zur Ehre, zur Herrlichkeit gebracht wird. Gepriesen sei unser Gott, der Allmächtige, unser Retter in Christus Jesus. Amen.